Dafür war das alles. Die ganzen Hateno-Quests für diesen Hut. Ich habe mir überlegt, Freunde, ne? Wir haben auch einen Lippenstift drauf und so. Bei den Gerudo in der Wüste, in Breath of the Wild war das so, dass man sich als Frau reinschleichen musste. Und auch wenn es bestimmt andere Möglichkeiten gibt, ich weiß nicht mal, ob es nötig ist in diesem Spiel, aber vielleicht ist dieser Hut auch dafür gedacht. Eventuell nicht primär, aber generell. Aber jetzt weg damit. Das ist nicht mein Stil. Das hier ist mein Stil. Leute, heute fangen wir an mit der nächsten Tempel-Quest. Ja. Keine Ausreden. Schnurstracks. Es gibt noch eine Menge zu tun. Ich habe ja noch Schreine nachzuholen, dies, das. Ja. Ich habe ja noch Schreine nachzuholen. Hier haben wir ein paar gemacht. Und hier sind die Zoras etc. Aber ich habe mir vorgenommen, es wird endlich mal wieder an der Zeit für einen der Dungeons, der Tempel, der Main-Aufgaben. Ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ich im Windtempel war. Und ich gehe zu den Goronen. Und es wird bestimmt jetzt auch kein Zuckerschlecken. Aber ich bin guter Dinge. Und das würde ich mir sagen, nehmen wir uns doch mal vor. Hier, ich habe auch zwei Steinspalter fusioniert und der klitscht sich da durch den Boden. Phänomenal. Ja, geht halt nicht alles immer optimal, nicht wahr? Ah, weiß auch nicht. Ich versuche erstmal hier eine blaue Markierung zu machen und da ein bisschen zu folgen. Also diesen Schrein haben wir ja schon zusammen erreicht. Und jetzt gucken wir doch mal, ob es dahin geht. Ich sehe schon, das Temperaturen Messmeter Gedingsgedöns schlägt die in eine andere Richtung aus. Würde mich fast nicht wundern, wenn wir da am Ende des Tages sogar irgendwas Feuerresistentes brauchen oder so. Oder hitzeresistent zumindest. Und was ich alles gehört habe mit dem Schreinsensor und so weiter, ne? Ja, ja. Müssen wir uns mit dem Untergrund noch weiter befassen. Viel zu tun, definitiv. Aber es gibt auch Leute, die beschäftigen sich direkt mit den vier Tempeln in den vier Himmelsrichtungen. Einfach, damit sie die Fähigkeiten schon mal haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe... Warte, was war das? War ein Fragezeichen. Da bin ich... Vermutlich habe ich einfach Fragezeichen über dem Kopf. Ja. Was der uns für eine Fähigkeit gibt, ne? Dass wir beim Segeln ein bisschen weiter fliegen können durch den Wind. Wenn alle so Fähigkeiten geben, das wäre ja schon wunderbar. Ne? Deswegen kann ich es auch verstehen, dass Leute sich erstmal die Sachen holen. Löschechse. Diese Eidechsenart findet sich nur in Eldin. Ihre Schuppen sind feuerfest und wenn man sie als Zutat für Medizin verwendet, wird dieser Effekt entsprechend übertragen. Okay. Eine Löschechse also. Hier sind überall Luren. Ah, ich sehe schon auf der Minimap. Zu bedeuten. Bin mir nicht ganz sicher, was ich hier machen soll. Ist das ein Krog-Rätsel oder nicht? Safe. Besteht halt nur die Gefahr. Vielleicht das Rätsel irgendwie. Ich peile. Die Crocs sind so eine Sache. Also ich habe auch vor, mal wieder so ein Arbeiterpart zu machen. Ich weiß noch nicht wann. Aber das würde ich sehr gerne in der Theorie. Wo ich dann die bereits eingezeichneten Crocs und sowas rette und Schreine angehe. Hey du, schön hier einem anderen Wandersmann zu begegnen. So ganz allein wird es mir manchmal bange. Bin ich vielleicht froh, einen Hylianer zu sehen? Die Goronen sind schon irgendwie eigentümlich, oder? In Gronia soll es feuerfeste Kleidung zu kaufen geben, habe ich zumindest gehört. Deswegen bin ich hier. Ich mache mir nur Sorgen, dass sie mich dafür bis aufs letzte Hemd ausziehen. Ich werde die Safe benötigen.
Ich habe doch gut 2000 Rubine. Weiß nicht mehr genau woher, aber ich habe sie. Ja, hat sich einfach so angestaut zum Sammeln. Todesberg, Etappe 4, hier lang nach Goronia. Hey Leute, sind mir auch direkt... Ihr seid zu streng in den Kommentaren. Ich sag's euch, wie es ist. Oh, Alter. Tiere sind selbst schuld. Ihr seid zu streng in den Kommentaren. Ich verrate euch was. Das nimmt einem schon mal ein bisschen... Das Breath of the Wild Let's Play damals. Da gebe ich euch eine Teilschuld. Dass es nicht durchgezogen wurde. Weil ihr habt auch schon wieder ganz schön eingeprügelt auf mich. Markus macht das so, Markus nimmt mehr mit, Markus macht mehr Waffenfusion. Ich weiß, ihr meint's gut. Ja, ich weiß, ihr meint's gut. Aber das Spiel ist ja absichtlich so konzipiert, dass du halt mit deinem eigenen Tempo deine eigenen Aufgaben angehen kannst, wie du möchtest. Und ich versuche es ja nach bestem Wissen und Gewissen, deswegen... versteht ihr meinen Punkt? Und ich fange mich ja selber. Inzwischen bin ich aber ein bisschen strapazierfähiger. Auch wenn ich natürlich selbst auch schon Rückschläge hatte und Parts, wo ich mich schwerer tat. Aber lasst mich doch mal machen einfach. Auch wenn es... keiner hat gesagt, dass du immer alles sofort perfekt hinkriegst, weil das ist nicht mein Maßstab. Es gibt da etwas, das wir nur mit dir bequatschen können. In Goronia treiben sich gerade einige ganz schön schwere Jungs herum. Wenn du Edelsteine bei dir trägst, solltest du deshalb allerschnellstens abstoßen, bevor dir jemand abknüpft. Wir sind natürlich die guten Goronen. Verkauf an uns, dann bist du ein Handumdrehen reich. Wir geben dir 3 Rubine für jeden Edelstein, egal welche Sorte. Komm schon, zeig uns, was du hast. Hey, was fühlt ihr dir am Schilde? Oh, gar nicht gut. Nichts wie hier. Weg, Heal. Was soll das denn? Oha, da hast du nochmal Glück gehabt. Seit der Todesberg nicht mehr ausbricht und die Lava abgekühlt ist, kommen endlich wieder hylianische Reisende her. Aber diese Typen müssen natürlich gleich wieder versuchen, sich an ihnen zu bereichern. Sobald sie einen gutgläubigen Reisenden treffen, nehmen sie all ihre Edelsteine zu Spottpreisen ab. Na, tja, nachdem dieses Zeug, das sie Schlemmsteine nennen, aufgetaucht ist, benehmen sie sich alle irgendwie komisch. Auch du solltest dich vor jedem Goron, der Schlemmersteine dabei hat, in Acht nehmen. Und wer bist du? Ich bin Ramella, Juwelierin aus Gerudo-Stadt im Südwesten von Hyrule. Der Junobau handelt mit hochwertigen Edelsteinen, also komme ich immer hierher, um meine Bestände aufzufüllen. Wenn du gute Edelsteine hast, nehme ich sie dir auch gerne ab. Wie unhöflich! Ich würde dich niemals betrügen! Naja, andererseits wurdest du gerade fast übers Ohr gehauen, also kann ich deine Reaktion durchaus nachvollziehen. Sei beruhigt, ich werde dich zu nichts zwingen, aber gib mir einfach Bescheid, wenn du Edelsteine verkaufen möchtest. Im Moment brauche ich besonders dringend Bernstein. Falls du mir 10 Stück Bernstein verkaufen könntest, würde ich dir sogar etwas mehr als die anderen Läden dafür zahlen. Na dann, ich ziehe mal weiter nach Goronia. Vielleicht gibt es da noch eine oder andere ehrliche Haut. Pass auf dich auf. Wolltest du nicht gerade Bernstein haben? Wenn du mich ansprichst, heißt das, du willst mir Edelsteine verkaufen? Ich habe keine 2000. Wo ich denn das herfantasiert? Ich würde 10 Stück Bernstein für 200 Rubine kaufen. Weißt du was? Klar. Ich habe doch mehr als genug. Sasa, oh, entschuldige. Sasa, sagt man, wo ich herkomme. In deiner Sprache bedeutet es Danke. Bei der heutigen Jugend ist es angeblich modern, nur noch kurz Sack zu sagen. Das hat mir sehr geholfen. Ich kaufe dir jederzeit gerne wieder Edelsteine ab. Aber das nächste Mal interessiere ich mich vielleicht für andere Edelsteine. Wenn du mehr wissen möchtest, komm einfach bei mir vorbei. Quest geschafft. Sasa, dass du mir den Bernstein verkauft hast. Wenn du mich ansprichst, heißt das, du willst mir noch mehr verkaufen. Stimmt das? Ich kaufe 10 Topas für 1000 Rubine. Ich habe die schon verkauft. Ne? Ich habe keine 10. Du hast ja gar keine 10 Topase. Wenn es auch nur einer zu wenig ist, kaufe ich dir nichts ab. Das macht Sinn. Aber immerhin scheint das keine Quest zu sein, sondern einfach nur eine Möglichkeit. Auf dem Todesberg scheint ja eine Menge abzugehen. Mit dem Miasma. Oh, ein Dungeon, das ist gut. Ein Schrein, meine ich natürlich. Da sind wir angekommen in Goronia. Nabend. So, die essen alle diese Schlemmsteine. Da stimmt was nicht mit. Und deswegen haben die leuchtende Augen. Ich wollte nichts sagen. Ich bin ja vorsichtiger Typ, ne? Das Erz zu verkaufen, dass wir ihn abnehmen und damit ordentlich Kasse zu machen. Das sind meine Jungs. Echt genial. Die Welt ist voller Rubine und voller Schlemmsteine. Ach, da sind die beiden wieder. Verdammt nochmal, wir waren so nah dran. Gerade als wir das perfekte Opfer gefunden hatten. Das nächste Mal haben wir bestimmt mehr Glück. Lass uns jetzt erstmal futtern.
Verdammt nochmal, waren wir so nah dran. Gerade als wir das Pack der Opfer gefunden hatten. Sagen beide dasselbe. Nehmen an, hier geht's los. Ist mit ihm kaputt. Jetzt auch noch Torwächter Krant. Und das, obwohl ich eindringlich alle vor diesem Schlemmstein gewarnt habe. Wer sagt das? Eins der Kinder? Also, der Grund, warum sich alle so merkwürdig benehmen, das liegt an den Stemmschleien, die Juno-Boss fördert, oder? Hey! Was flüstert ihr da so, hä? Geht's um die Schlemmsteinplatte hier, oder was? Junobo, Chef der Junobau. Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein? Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Kennen wir uns nicht? Ich denke schon, ne? Der war doch noch deutlich kleiner. Wie war das genau? Wir mussten dem helfen, den mussten wir irgendwie transportieren oder so. Ach, na sieh an, dass du wieder da bist. Unser Link, du bist so mickrig, dass ich dich fast übersehen hätte. Was ist mit ihm los? Junobo, was ist denn das für ein Benehmen und auch noch einem Gast gegenüber? Ja. Chef, ich meine, Bludo, ist auch nicht kapiert, wenn du mal die Klappe halten sollst, hä? Tokachin, auf wen baut ganz Goron, ja? Auf die Junobau? Hey! Oh, frag, und wer ist der Boss der Junobau? No. Junoboss. Ja. Kapierst du es jetzt, Bludo? Du hast hier gar nichts mehr zu sagen. Boah, wenn du glaubst, ich werde mir dein Gefasel anhören und nichts dazu sagen, dann hast du dich geschnitten. Hm? Lass hören, Link. Was hast du hier in Geronia verloren, ne? Ach ja, du suchst also Prinzessin Zelda, hm? Und gehst uns auf die Nerven, weil hier vielleicht etwas Seltsames passiert ist? Prinzessin Zelda, ich habe gehört, dass sie verschwunden ist, aber wie kommst, dass du sie noch nicht gefunden hast? Diese hübschen blonden Federn erkennt man doch überall wieder, keinen Zweifel. Federn haben Hylianer nicht Haare? Genau, und das ist die gleiche Farbe wie die von der Frau, mit der Junoboss über Schlemmsteine verhandelt. Hey, ihr beiden, ihr habt nichts zu reden über Sachen, die euch nichts angehen. Also hört zu, in Goronia läuft's prima. Bei uns passiert nichts Seltsames und Prinzessin Zelda haben wir auch nicht gesehen. Hier hast du nichts verloren, also verzieh dich. So, und jetzt werde ich mich wieder um die Schlemmsteine kümmern. Eine Dame lässt man nicht warten. Also hier geblieben, Junobo. Wenn du uns hier noch mehr von diesen Schlemmsteinen anschleppst, dann... Mein Rücken! Pah, als alter Knacker kümmern sich eben besser um seinen Rücken, als unangebetene Ratschläge zu geben. Los, Tokachin, Auftrag, zurück zur Junobau-Zentrale. Ja, hier passiert definitiv irgendetwas Seltsames. Willst du mir erzählen, Zelda soll's euch verkauft haben? Nachdem in Kakariko auch eine Zelda gesagt hat, du sollst da nicht draufgehen und so? Das ist alles fake. Irgendjemand gibt sich als Zelda aus. Oh, was für ein Freshdachs. Dabei war er mal ein ängstliches kleines Bürschchen, das mir nie von der Seite gewischen ist. Tat alles für seinen Chef. Doch das änderte sich, als er sein Bergbauunternehmen gründete, die Junobau. Denn seit sie auf diese Schlemmsteine gekommen sind, haben sich Junobo und die anderen jungen Leute verändert. Tja, mit den jungen Leuten hier ist nichts mehr los, seit Junobo mit diesen Schlemmsteinen gekommen ist. Niemand arbeitet mehr und sie sitzen den ganzen Tag nur herum. Manche lügen und betrügen sogar, um an ihre Schlemmsteine zu kommen. Junobo muss doch sehen, dass hier was nicht stimmt, aber tut einfach so, als wäre nichts. Wenn ich könnte, würde ich direkt in die Junobau-Zentrale marschieren und Junobo mal sagen, was ich davon halte. Aber das ist etwas schwierig gelegen. Zuerst einmal muss man zur Mine im Norden der Stadt. Oh! Mit dem Rücken kann ich mich nicht mehr auf eine Loche setzen. Wie soll es nur weitergehen? Norden der Stadt. Mine im Norden der Stadt. Geht klar. Ich wollte aber erstmal mit allen... Ja, weiß nicht, macht das Sinn, mit euch zu reden? Die habe ich schon. Sonst brauche ich nichts.
Junoboss wollte, dass ich den Rhodonit-Laden eröffne. Aber jetzt nicht, später vielleicht. Im Moment sind mir die Schlemmsteine wichtiger. I see. Kann ich trotzdem kaufen? Ich frag mich wofür. Hat keinen Sinn, oder? Hey du da, interessierst du dich für Steine? Kennst du den Junobaum-Mineralienmarkt draußen vor dem Stadttor? Da gibt's einen alten Goron, der nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist und immer noch Feuerstein verkauft. Und dabei wollen die doch heutzutage alle nur Schlemmsteine. Alles andere ist wertlos. Die Jugend von heute. Ja, da hat er mal recht, ne? Den ganzen Tag trainieren, von morgens bis abends. Ich brauche eine Pause. Der Meister kann keine Schlemmsteine essen, also lässt er alles an mir aus. Die alten sind normal, oder was? Wegen dieser Schlemmsteine, da ist alles ganz verqualmt. Wenn ich selbst welche essen könnte, wäre es ja eine andere Sache. Aber für einen Goron in meinem Alter sind sie zu hart. Nur die Harten kommen in den Garten. Gasthaus. Ein Gast, der kein Gorone ist, wie ungewöhnlich. Ich muss sagen, gegen Schlemmsteine habe ich ja gar nichts, wenn den Jungspunden so viel daran liegt. Aber mittlerweile betrügen sie schon Reisen um ihre Rubine dafür und niemand macht mir seine Arbeit. Mit dem Frieden in Goronia ist es aus. Die alten Goronen können keine Schlemmsteine essen. Uns bleibt nur zuzusehen, wie alles den Bach runtergeht. So, das musste mal gesagt werden. Also, du möchtest übernachten? Eine Nacht im normalen Bett kostet 20 Rubine. Nein, ich... Mit Goronenmassage? Ist das seine erste Goronenmassage? Dabei liegt sie auf einem harten Felsen und wir drücken und drehen und strecken dich ein bisschen. Aber keine Angst, das tut nicht weh. Einfach entspannen. Wenn du wieder aufwachst, fühlst du dich wie neu geboren. Ich glaube, ich habe da keinen Appetit drauf. Welchen konkreten Nutzen bringt mir das denn? Heilung, gehe ich mal von aus. Und die Tageszeit vergeht. Aber noch irgendetwas? Hier gibt's Klamotten. Ich bin's leid zu versuchen, Kunden in den Laden zu locken. Für Anti-Feuerausrüstung ist es zu kühl. Die wird eh niemand kaufen wollen. Anti-Feuerausrüstung? Bis vor ein paar Jahren hat der Todesberg die ganze Zeit gebrodelt und Lava ausgespien. Deshalb war Goronia auch von Lava umgeben. Die Temperaturen waren entsprechend hoch. Ein Hylianer wie du wäre da am Steinumdrehen geröstet gewesen. Deshalb haben wir hier eine Anti-Feuer-Rüstung aus... Deswegen haben wir hier Anti-Feuer-Ausrüstung verkauft. Aber mittlerweile ist es nur noch in den Höhlen brennend heiß. Und niemand will mehr unsere Ausrüstung kaufen. Ich glaube, die brauchen wir. Wenn du schon so anfängst. Ich guck mal, was die kosten. Ja, Anti-Feuer. 700 nur? Anti-Feuer-Helm. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was wäre denn sinnvoll? Ich habe zwei Sachen, die mir die Angriffskraft erhöhen, nämlich eine Hose und die Kopfbedeckung. Das heißt, es wäre das Sinnvollste, auch vom Preis her, ehrlich gesagt. Aber wie viel Brandschutz hilft mir das? Vielleicht gibt es ein paar Infos von dir. Wozu brauchen wir überhaupt Kunden? Wir haben bloß geöffnet, weil Bludo sonst nervt. Von mir aus können wir den Laden dicht machen. Dann kann ich endlich mein Leben den Schlemmsteinen widmen. Kauf doch was. So. Was würdet ihr denn abkaufen? Jetzt wissen wir aber inzwischen auch, dass wir die für andere Sachen verwenden können. Ja, Rhodoniten und so verkaufe ich jetzt einfach. Selbst wenn irgendein Wanderer mal sagt, so Bruder, hätte ich gerne oder weiß der Teufel. Die mache ich gerne zu Geld. Ich sehe Syntheseangriffsstärke, dies, das. Aber meine Priorität liegt dann doch eher hier. Aber die finde ich nie wieder, die Opal-Tante. Ich lasse es trotzdem mal. Da ich noch keine
gute Not habe. Ich kaufe das mal. Sag mal, arbeitest du vielleicht in den Höhlen? Als der Todesberg noch ständig ausgebrochen ist, war hier alles mit Lava bedeckt. Unsere Anti-Feuer-Ausrüstung war der Renner. Heutzutage interessieren sich nur noch Sammler dafür oder Hylianer, die in den Höhlen für den Juno-Bau arbeiten. Deswegen biete ich sie auch zu einem günstigen Preis an. Das soll es sein? Dafür bekomme ich 700 Rubine. Eine von Goron für Besucher hergestellte Feuerfürste Restaurant aus Stein. Besten Dank. Ich hab die noch nicht an. Ich will erstmal gucken, ob ich die wirklich irgendwo benötige. Ich gehe fest davon aus. Alles andere würde mich massiv wundern. Ja, und was haben wir hier noch Feines? Dieser Blödo. Ich muss für noch höhere Preise verkaufen und für noch niedrigere Preise einkaufen. Sonst wird das nichts. Ein Kunde, belausch mich nicht, ja? Kann den Leuten nicht die Rubine aus den Taschen ziehen, weil Blödo mir verboten hat, die Preise zu erhöhen. Hör mal, ich hab doch gesagt, nicht lauschen. Komm bloß nicht mehr. Salz, Rohrzucker, Goron-Gewürz, Feuerfrucht und Holzpfeil. Verstanden. Verstanden. Wer bist du? Oh. Wo willst du denn hin? Von einem so gefährlichen Ort wie diesem solltest du dich fernhalten. Hast du nicht die Zeitung gelesen? Goronengier auf rote Steine? Nicht gelesen. Wie? Du machst wohl Witze. Diesen Artikel hast du nicht gelesen? Reisende Richtung Goronia werden zur Vorsicht vor Trickbetrügern aufgefordert. Der wurde nämlich von mir geschrieben, der großen Reporterin Cleo. Kann ja gar nicht sein. Aber egal, ich habe schließlich keine Zeit, hier endlos mit irgendwem zu plaudern. Denn schließlich bin ich einem großen Mysterium auf der Spur, das noch niemand enträtseln konnte. Hör mal, jetzt fragst du dich eigentlich, was ist für ein großes Mysterium? Du willst es unbedingt wissen, oder? Na gut, dann mache ich dieses Mal eine Ausnahme und verrate dir, um was es geht. Also, vor langer, langer Zeit lebten die Goronen unter der Erde. Doch wo genau? Das ist ein großes Mysterium. Man weiß nur, dass ihre Stadt Goropolis hieß. Egal, welchen Goronen man fragt, alle sagen sie das Gleiche, nämlich, dass sie nichts davon wissen. Doch ich werde nicht aufgeben, denn schließlich bin ich eine große Reporterin. Ich werde diesem Geheimnis auf den Grund gehen, was noch niemandem gelang, und ein Buch darüber schreiben. Und das nenne ich dann Cleos Rätselrecherche. Ich übe schon besser mal mein Autogramm. Genau. Du musst auch arbeiten? Mein Bruder Django hat gesagt, dass er das Lorenland bauen würde, aber das war gelogen. Lorenland? Dich kenne ich nicht. Mein Bruder Django hat mir immer gesagt, dass ich nicht mit Leuten reden soll, die ich nicht kenne. Django? Ach, du bist doch der, den ich nicht kenne. Mein Bruder Django ist jetzt nur noch Schlemmsteine, anstatt das Lorenland zu bauen. Jetzt habe ich mit jemandem geredet, den ich nicht kenne. Ist das depressiv hier. Und ihr müsst arbeiten. Rente mit 90. Also diese blonde Hylianerin und ihr komischer Auftrag. Sie wollte einen Kopfschmuck, aber in einer ganz merkwürdigen Form aus einem Material, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Tja, früher hat mein Auszubildender Hugo immer gesagt, dass er mal ein Schmied, genauso wie ich, werden wollte. Aber jetzt ist er wie besessen von diesen Schlemmsteinen und kommt gar nicht erst mehr zur Arbeit. Verdammt, ich war gerade dabei, ihn in die hohe Kunst der Fertigung eines Bergspalters einzuweisen. Der Bergspalter? Ein Kunde? Tut mir leid, aber wir verkaufen nicht. Wir sind eine Schmiede, kein Kaufladen. Das Wissen um den Bergspalter und eine Generation Schmiede an die nächste weitergegeben. Es ist eine Waffe mit einer langen, ehrbaren Tradition und nur ausgewählte Schmiede können sie herstellen. Tja, ich wollte meinen Ausbildenden Hugo beibringen, wie man einen anfertigt. Aber der Taugenichts ist so besessen von diesen Schlemmsteinen, dass ich ihn rausgeworfen habe. Er braucht sich hier nicht mehr blicken lassen. Hier, solche? Ja? Steinspalter? Ich frag ja nur von vorhin. Ach, das kriegen wir wieder gewuppt. Also die Schlemmsteine sind wie eine Droge. Die nur die mittleren Alters. Mal sagen, da ist was. Hey, da Hände weg! Hey Hugo, schmeiß diesen Typen mal raus! Oh, stimmt, der Hugo ist nicht da. Jedenfalls in diesem Stück arbeite ich noch. Nicht anfassen, sonst war alles umsonst. Eigentlich eine hübsche Stadt, ne? Eigentlich mag ich Goronia.
Goropolis, Alter. Drehe nochmal eine Runde, um zu sehen, ob ich alles hab. Viehzeug kommt so schnell. Hat der eine Kiste? Ist ja verrückt. Der trägt eine Kiste mit sich rum. Na sowas, in Zeiten wie diesen hätte ich niemals damit gerechnet, hier einen Hylianer anzutreffen. Denn im Moment verhalten sich die Goronen wirklich merkwürdig und es war nicht leicht hierher zu kommen. Schlimmer noch, man kann mit keinem von ihnen wirklich ein Gespräch führen. Und dabei bin ich extra nach Goronia gereist. Schließlich würde ich so gern in der Felsschmelzquelle baden. Ja, da geht nichts drüber. Nichts, findest du nicht auch? Na, Verzeihung, es sind noch ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nur, dass es sich dabei um eine geheime Thermalquelle in der Nähe von Goronia handelt. Aber das macht ja gerade den Reiz aus. Nur die Eingeweihten wissen davon. Da ist die Suche so reizvoll wie das Ziel. Also, Thermalquellenkenner versammeln sich an Thermalquellen. Logisch. Daher werde ich meine Suche beginnen, indem ich einfach alle Thermalquellen abklappere. Ich sollte wohl mit der Goronquelle anfangen. Am besten sehe ich mir später nochmal auf der Karte an, wo sie liegt. Selbst wenn ich das finde und dahin gehe, wie geht's weiter? Ich meine, was sollte ich tun? Oh, führt das zu der Mine? Das wäre natürlich. Hier liegen die entsprechenden Bauteile dafür. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich eine komplette Runde gemacht habe. Ich den geschoren. Keiner zu Hause. Keiner zu Hause. Ich denke, wir haben es gesehen. Ich denke, das war The City. Ich sollte unbedingt, bevor ich irgendwas mache, in irgendeine Lore steige oder weiß der Teufel, mich um den Schrein kümmern. Denn ich habe dazu... Oh, hier bin ich nicht hochgegangen. Ich habe dazu gelernt, ich muss es aktivieren. So wie du aussiehst, musst du dieser Link sein. Junoboss hat gesagt, dass ein Typ namens Link auf keinen Fall zur Junoboss-Zentrale kommen soll. Also sage ich dir nicht, dass man im Steinumdrehen zur Junoboss-Zentrale kommt, wenn man einfach eine Lore nimmt. Dann sag es mir nicht. Also ist vermutlich wirklich die Lore gemeint, die wir da gesehen haben. Ja, ist schon mal ein guter Part, um sich einen Eindruck zu verschaffen hier von der Situation. Reißt euch mal zusammen. Tja, ich würde die Loren ja fahren lassen, aber sieh dir nur den Sicherheitsbeauftragten an. Heute haben wir echt nicht viel geschafft. Wie heißen die Dinger noch? Schlemmsteine? Seit Junoboss die abbauen lässt, drehen hier alle durch. Die Hylianer können sie ja nicht essen, aber ich mache mir Sorgen, dass dieses Zeug für Goron wirklich ungesund ist. Nehmen an, hier geht's zur Mine. Muss man mal sehen. Was gibt's? Bist du auch hier, um bei der Junobau-Arbeit zu finden? Tja, in dem Fall. Geh einfach zur Junobau-Zentrale dort drüben. Da kannst du dich bewerben. Aber ganz im Vertrauen gesagt, lass es lieber sein. Bis zu diesem Kataklysmus lief alles prima. Aber jetzt stimmt was nicht mit der Junobau. Naja, mehr mit Junoboss. Dann hat er bloß die ganze Sache mit den Schlemmsteinen anfangen müssen. Ja, warum nicht, ne? Würde ich mal sagen. Die schmecken bestimmt so geil, die geilsten Steine, die man überhaupt essen kann. Davon bin ich überzeugt. Ganz vergessen, ich kann ja gar keinen Wind ausführen. Maraguzzi-Schrein! Okay. Der passt heute noch sehr gut ins Gemüse in diesem Part, denke ich. Den machen wir doch glatt. Weiter oben habe ich noch einen gesehen. Hauptsache Teleportationspunkt. Auch hoch im Dorf gelegen. Ist eine runde Sache. Es ist eine runde Sache, meine Freunde. Die Brücke ist kaputt. Da müssen wir nochmal mit dem Architekten reden. Das ist ja mindestens ein Brückenglied zu viel.
Für mich kein Problem, ne? Aber barrierefrei ist was anderes. Was ist denn hier los? Sekunde. Hat schon Klick gemacht. Es hat Klick gemacht. Gespannt, wie das aussieht. Ob das so klappt, wie er träumt. Und es entfaltet sich ein neuer Weg. Schön stramm. Geil. Entwickler Internet. Weißt du nicht, warum der Tempel runde Sache heißt? Aber das finden wir vielleicht noch raus. Warum können wir denn hier hoch? Ist das eine Truhe? Nee. Ich habe eine Frage. Kann ich hier einzelne Glieder rausnehmen? Das hängt immer zusammen. Okay. Was ist das hier für eine Startposition? Viel zu wackelig. Okay, Entschuldigung. Ja, ich hab's. Es kommt an. Es kommt an, Leute. Ich muss die Räder auch ausmachen. Banana Phone. Dü-dü-lü-lü. Da soll noch mal jemand was sagen hier. Bester Zelda-Spieler unter der Sonne. Wer, wenn nicht ich? Wer denn jetzt? Ja, da steht so ein fertiges Auto. Hier sind die runden Sachen. Wird eh nicht reichen, ne? Ist klar. Was wollt ihr dann? Ma-o-am. Das ist die Truhe. So. Dafür gemacht. Da glaubt mir niemand. Also ich meine, ich hätte auch mit so einem Auto dagegen fahren können. Das wäre sogar hochgecruised, oder? Starker Konstruktbogen. Und dann für so einen Müll, ne? Eine fantastische Idee. Ein fantastischer Einfall. Die fantastischen vier, klar. Hier wird ordentlich aufgeräumt. So.
so bedacht, ne? Jetzt ist schwer genug. Bester Zelda-Spieler unter der Sonne, meine Freunde. Schießen über das Ziel hinaus. Na gut, der Tempel, der Schrein, der war ja auch ziemlich selbsterklärend und leicht verständlich. Aber lasst mich doch mal gut fühlen. Wenn was klappt, wenn es flutscht wie frisch eingeölt, dann darf man doch mal ein sanftes Schmunzeln auf den Lippen haben. Und man darf doch schon mal in die Kommentare schreiben: Gute Arbeit, Markus. Danke. Danke, Leute. Ja, dann werde ich es mal so formulieren. Im nächsten Part gucken wir uns mal um, ob wir diese Mine finden können, nördlich der Stadt. Da sehe ich einen Krog unter der Brücke. Und dass wir den Weg finden zum nächsten Tempel. Also wirklich ein Tempel. Nicht ein Schrein, wo ich mich verspreche. Sieht so schön aus. Guck mal, die Geronen. Fantastisch. Okay, dann danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Part. Ich sag bis dann und ciao.